Also ich lebe in Magdeburg, das ist im Osten. Und ich habe jetzt schon ein paar Anfeindungen erlebt, aber ich habe keine Angst, weil wer soll mir was tun können, wenn Allah mit mir ist? MashaAllah, Allahumma barik. Kenny, vielleicht können wir das dann privat machen. Es gibt auch einen Bruder, der ist aus Magdeburg. Und vielleicht könntet ihr dann Kontakt zueinander herstellen. Kenny! Hallo! Grüß dich! Du scheinst dich schon mit dem Islam beschäftigt zu haben, Kenny. Ja, sehr, ja. Alhamdulillah. Was war das Erstaunlichste an dieser Religion, was dich gezogen hat? Also das hat eigentlich alles so angefangen. Ich wurde letztes Jahr im April schwer herzkrank. Und ich hatte eine Herzmuskelentzündung und es sah nicht wirklich gut aus. Und ich hatte auch mit dem Islam gar nichts zu tun gehabt, so wirklich und so weiter. Und die Ärzte haben auch schon gesagt, ich soll mir einen Bürojob suchen, weil ich nichts Körperliches machen darf. Und dann irgendwann im Sommer letztes Jahr habe ich dann habe ich zwei Muslime kennengelernt. Und da hat es dann schon so ein bisschen angefangen. Und dann auf einmal habe ich auf meiner YouTube-Startseite deine Videos gesehen, Alhamdulillah. Deswegen ist es mir auch eine große Ehre, das mit dir machen zu dürfen. Das ist eine große Ehre für mich, mit dir zu sprechen. Kenny, gestattest du mir eine Frage, inshallah? Natürlich. In dem Moment, wo du diese Herzkrankheit hattest, was hast du da empfunden? Und du hast mit Sicherheit darüber nachgedacht, ob das jetzt dein Ende ist, richtig? Natürlich. Und denkst du, oder glaubst du jetzt im Nachhinein, dass Allah irgendwelche Zufälle macht oder dass das nicht alles von Allah so bestimmt war, damit du zum Islam kommst? Das war alles von Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi, wie wunderschön du gesprochen hast. Das war alles von Allah. Allah führt uns merkwürdige Wege, nur damit wir ihn zum Schluss finden. Und wer auf der Suche nach der Wahrheit ist, ist auf der Suche nach Allah. Und du hast ihn gefunden und ich beglückwünsche dich, dass du ihn gefunden hast. Denn wer Allah findet, so braucht er sich um nichts mehr in dieser Welt Sorgen zu machen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kenny, dieser Islam, den du jetzt bei Idhnillah Ta'ala annimmst, was denkst du, was wird er verändern an deinem Leben? Alles. Der Islam hat mir in gewisser Weise einen Sinn gegeben. Alhamdulillah. Und es wird einfach alles verändern ins Gute. Ich bin mir da sicher, dass derjenige, der dich zum Islam geführt hat, dich aus keinem anderen Grund geführt hat, außer dass er dich zu den Paradiesbewohnern zählen lassen möchte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dann wollen wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Kenny? Ja. Bist du bereit, inshallah? Ich bin bereit. Ashhadu? Ashhadu? An la? أن لا إله إلا الله الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. MashaAllah, tabarak al-Rahman. Wir beglückwünschen dich zu diesem Schritt, Kenny. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er insha'Allah eine weitere Seele vor dem Höllenfeuer gerettet hat. Liebe diese Religion, halte an dieser Religion fest. Es wird Leute geben, denen wird es nicht gefallen, dass du diese Religion angenommen hast. Aber wisse, Kenny, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah wird immer mit dir sein. Und wenn Allah mit dir ist, wer soll dann gegen dich sein? Genau das wollte ich. Also, ich lebe in Magdeburg, das ist im Osten. Und ich habe jetzt schon ein paar Anfeindungen erlebt, aber ich habe keine Angst, weil wer soll mir was tun können, wenn Allah mit mir ist? MashaAllah, Allahumma barik. Kenny, vielleicht können wir das dann privat machen. Es gibt auch einen Bruder, der ist aus Magdeburg. Und vielleicht könntet ihr dann Kontakt zueinander herstellen und dann seid ihr schon mal zwei
die inshallah demnächst viel Wind in Magdeburg machen werden. Ja. Das freut mich, Kenny. War eine große Ehre für mich. Und du kannst dich jederzeit bei mir melden. Du weißt, ich habe einen Telegram-Kanal. Aber nicht um 2 Uhr morgens schreiben darf ich im Schlaf. Barakallahu fiik, Kenny. Und assalamu alaikum. Wa alaikum salam.